Hä? Ey, das sollte doch andersrum sein. Ich drin und der Zombie draußen. Hilfe! So, ja, das machen wir mit Stone zu, ne? Ja, Stone. Sieht ja fast aus wie Clay im Texture Pack hier, im Standard Texture Pack. Da ist Clay und hier ist Stone. Na gut, ein bisschen dunkler sieht schon aus, aber ja, ich denke mal, da ist es dann nicht ganz so schlimm, wenn man da ein bisschen Stone reinhaut, oder? Ja, also ist auf jeden Fall besser, als den ganzen See zuzuschütten. Uah, nein! Ach, komm schon! Steht da genau ein Creeper, oder was? Boah, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Jetzt mal echt ohne Witz. Ah, Mann! So. Ach ja, toll. Jetzt habe ich hier auch keine Abgrenzung mehr. So. Dahin und... Haben wir noch Erde dabei? Ja, zum Glück haben wir noch Erde dabei. Dann können wir das ja mal wieder dicht machen. Aber das regt mich jetzt ein bisschen auf, dass der Creeper da wirklich genau da hochgegangen ist. Also jetzt mal echt... Ach, Mann. Immer diese Creeper. So. Und... Na, wie machen wir das am besten? So. Und so. Jetzt haben wir hier wenigstens schon mal... ja, haben wir das weg hier mit dem Wasser und... Jetzt weiß ich nicht genau, wie machen wir das am besten. Ach, hier wollten wir auch noch Sand draufsetzen, genau. Ich habe mich schon gefragt, wieso sieht das hier so komisch aus? Ja, wir machen das am besten. So, und dann holen wir uns noch ein bisschen Sand, weil wir müssen das ja auch ein bisschen schön machen. Jetzt mal echt, also... Ja, genau. Also, das regt mich schon ein bisschen auf mit den Creepern, also... Nee. Böse Creeper. Da machen wir Erde hin und... Sand drauf, ne? Also, falls wir da unten mal wieder drankommen, dass das Ganze dann nicht sofort wieder einstürzt. Und hier machen wir mal Stone hin. Ach komm, machen wir hier überall Stone hin. Und dann machen wir ein bisschen Sand drüber. Ach, das sieht doch schön aus. Den einen Stone hier müssen wir natürlich auch noch wegmachen. Und wir müssen auch mal wieder was essen, sonst regenerieren wir gar nicht. Habe ich gar nicht gemerkt, aber... Naja, zum Glück wirft man auch mal so einen kleinen Blick ab und zu unten auf die Leiste da, auf die Hungerleiste. So... Wie sieht das aus? Das sieht gar nicht mal so schön aus. Ja, dann machen wir es am besten noch einen nach vorne. Nein, so nicht. Aber so und so und... Ja, jetzt sieht es nach einer schönen Rundung aus. Vielleicht machen wir es auch nochmal hier so. Zack und... Ach Mann. Zack und... Zack. Nur einfach, damit es natürlicher aussieht. Damit wir die Natur auch wieder ein bisschen verschönert haben. So ein bisschen Terraforming halt. Ah, Mann. Geht der Creeper genau da an der Stelle hoch. So, das hier muss weg. Und das muss dahin. Und jetzt sieht der See doch wieder richtig schön aus. Unser Haus zwar nicht, aber das kann man ja reparieren, ne? Die Natur zu reparieren ist da immer ein bisschen aufwendiger. Ne, Moment mal, hier muss eigentlich auch Holz hin. Enderman, Hilfe! Okay. Übrigens, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass... Moment mal, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie lange wir die Folge schon haben. Ach du Heiliger. Okay, dann machen wir zwei Folgen hintereinander, ist ja auch kein Ding. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, wenn ich mich da mal nicht so verabschiedet habe. Ja. Und Holz, okay. Haben wir noch. Das ist sehr schön. Aber ich glaube, mehr brauchen wir nicht, oder? Ne, das sollte reichen, um hier das Ganze mal wieder ein bisschen auszubessern. Oben hat das Fenster zum Glück nichts abbekommen. Das freut mich, weil sonst hätte ich da auch noch oben rumwerkeln müssen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. So.
gibt übrigens in Tekkit, also Tekkit ist auch so ein, ja, so ein Mod-Paket, ne? Also, ach, der spawnt hier unten. Nee, dafür haben wir jetzt nicht genug Energie, um uns mit dem anzulegen. Vor allen Dingen regenerieren wir auch nicht. Also wenn wir dann den jetzt angreifen, dann sind wir so gut wie tot. So. Eine Potato können wir uns mal unten in den Ofen werfen. Was haben wir hier noch? Verrottetes Fleisch. Ach ja, genau unsere Lieblingsspeise. Ach ja, Leckerchen. Ach, da geht mir noch das Herz auf, wenn ich direkt mal wieder ein bisschen verrottetes Fleisch esse. Leckerchen, ja genau. So, und drin ist es. So. Den Sand erstmal hier weg, der verschandelt ja auch nur unseren Keller. Und jetzt warten, bis wir uns regeneriert haben und dann greifen wir ihn an und wir haben gar kein Schwert. Sehr schlau, dann jemanden anzugreifen, ne? Wenn man gar keine Waffe hat. Na, wo haben wir denn? Ach, hier haben wir, genau. Ach, genau, in der Rohstoffkiste. Da hätte ich auch mal früher drauf kommen können. Ah, Leute, Leute. Mit mir geht's auch langsam zu Ende, ne? Also mit meinem Kopf zumindest. So, und wieder runter. Und jetzt haben wir uns auch regeneriert. Und der gammelt immer noch hier unten rum. Gibt's doch nicht. So, und gib mir deine Enderperle, gib mir deine Enderperle, gib mir... nichts. Ach, Mann! Ruhe da oben, ich will schlafen, es ist Nacht! So. Okay. Jetzt muss ich gerade mal kurz abmessen, ob das hier... Ach, ich muss die Öfen auch noch einen runtersetzen. Hm. Kann ich ja jetzt mal eben machen, wo gar nichts im Ofen drin ist. Also zumindest nichts am... Ach, genau, da war ja noch Kohle drin, glaube ich, und ein bisschen Stein. Ja, die Erfahrung möchte ich aber doch schon noch haben. Weil die kriegt man ja nur, wenn man es aus dem Ofen rausnimmt, aber nicht, wenn man den Ofen abbaut. Das ist wiederum ein kleiner Nachteil. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Am besten mache ich das... ich habe es ja jetzt einen verlängert. Dann mache ich 8 Öfen. Und die mache ich dann genau... Na, wo habe ich denn die Öfen jetzt? Hier habe ich die Öfen. Perfekt. Dann mache ich die Öfen halt mal kurz so. Und dann kommen hier halt noch 2 Öfen hin. Ach man, jetzt seid doch mal ruhig da oben. Junge, Junge, Junge. Immer diese Zombies, ey. Nee, nee, nee. So, hier müssen noch Slabs hin. Sprucewood haben wir noch dabei. Das können wir dann auch mal kurz machen. Damit unser Keller auch mal wieder richtig nett aussieht. Das heißt mal wieder, also der sah noch nie richtig nett aus, aber hoffentlich in Zukunft, ne? Das ist ja mein großes Ziel, dass wir das alles ein bisschen ansehnlicher hier machen. Und jetzt kann man auch schön hier drauflaufen. Auch wenn es noch von oben tropft. Ja, da muss ich mir auch noch was ausdenken, wie ich das am besten mache. Vielleicht indem ich... Ey! Hilfe! So... Spider-Man! Spider-Man! Ich habe Spider-Man getötet, oh mein Gott. Spider-Man und seine Spider-Woman. Ach, Leute, gibt's doch nicht, oder? Hallo, Creepy! Creepy! Ja, da hinten kannst du ruhig explodieren, da habe ich noch nichts gebaut. Da fülle ich dann einfach ein bisschen Erde hin. So, und weg ist er. Aber hier irgendwo ist hier doch noch eine Spinne. Also ich höre hier doch irgendwo noch so ein Spider-Vieh rumlaufen. So. Ja. Der Creeper, der hat sich kurz mal anders entschieden. Wahrscheinlich, weil es jetzt einen Augenzeugen gab, wollte er das Schaf doch nicht in der Luft sprengen. Enderman. Gib mir deine Perle, gib mir deine Perle. Ich hab Angst. Enderman, Enderman, Enderman! Okay, er mag mich nicht. Warum wohl? Okay. Ach Leute, jetzt mal echt ohne Witz, das gibt's doch nicht. Warum müssen die immer voll gegen die Tür bollern? Das ist doch... gegen die Natur, also... Na gut, eigentlich nicht, aber... egal! Habe ich jetzt einfach so gesagt und das muss auch richtig sein. Ganz einfach, weil ich es gesagt habe, ne? Also weil...
Ich bin ja der Babbo, ne? Ganz einfach deswegen. Und ja, jetzt die Öfelchen in den Kellerchen oder so. Öfenchen, Öfelchen. Irgendwas Chen-mäßiges auf jeden Fall. Und das sieht doch richtig schön aus, genau. Dann setzen wir die Fackel noch einen runter, die Decke einen runter und dann, ja, bauen wir nochmal kurz hier so ein 4-Sterne-Hotel unten in den Keller ein. Warum eigentlich nicht? Aber das ist halt so ein bisschen langweilig, das weiß ich auch, aber, es gibt ziemlich viele Abers heute. Das ist ziemlich langweilig, muss aber gemacht werden und da war das Aber schon wieder, ja. So, das passt mit den Fackeln, oder? Ja, würde ich schon sagen. Als dicken Belach nehmen wir, glaube ich, auch Stone. Oder dann nehmen wir sogar Stone Bricks, würde ich fast sagen. Ja, Leute, jetzt seid doch mal leise. Jetzt mal echt nur ein Witz. Das ist doch nicht mehr ertragbar hier. So, Stone Bricks. Ja, ich denke mal, die sollten... Naja, nicht für die ganze Decke reichen, aber zumindest für den Anfang. Und dann können wir... Oh, Leute, ey. Gibt's doch nicht hier. So, friss meine Axt, friss meine Axt, friss meine Axt. Okay. Die ist ihm anscheinend nicht... Oh, sorry, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Aber die ist ihm anscheinend nicht bekommen, die Axt. Ja, warum wohl? Kann ich gar nicht verstehen. Und ich schau mal eben auf die Uhr und die Uhr sagt mir... wir können noch ein bisschen weitermachen, sagt die Uhr. Weil ich ja jetzt eh zwei Folgen mache. Hey! Also wir sind ja schon in der zweiten Folge. Und das als Deckenbelach, würde ich sagen. Oh, passt ganz gut in den Keller. Weil das hebt sich jetzt nicht so sehr ab von dem grauen Stone. Weil so ein Keller ist ja immer so ein bisschen grau, so ein bisschen trostlos. Ne? Also man verbringt ja nicht das Leben in seinem Keller, sondern meistens oben im Haus. Und der Keller ist ja mehr so eine... Naja, so eine Utilitaritätseinrichtung. Also, ne? Weil wegen der Nützlichkeit und so. Ja, und deswegen muss das nicht so hammermäßig schön aussehen. Machen wir ab hier, oder? Ab hier? Machen wir aber das hier auch noch mit. So. Und kurz eine neue Decke einziehen. Das macht man ja zu Hause genauso schnell, auch mal hier ein paar Sekunden eine neue Decke eingezogen und schon sieht das Ganze wieder ein bisschen wohnlicher aus. Ach, ich wollte noch ein bisschen was in den Ofen werfen und wir haben schon wieder Hunger. Ach, Leute. So, und so. Also Rohstoffe brauchen wir auf jeden Fall schon wieder und boah, jetzt geht er doch nicht auf den Sack, jetzt mach ich doch einen Witz. Ah, es sind schon zwei Zombies, genau. Drei Zombies. Ach, warum denn nicht? Kommt doch alle rein hier. Lauft in mein Messer. Ja, ich habe gerade das Schwert extra für mich gezückt. Erfahrung. Creeper? Nee, okay. Hä? Ey, das sollte doch andersrum sein. Ich drin und der Zombie draußen. Hilfe! Ach, gibt's doch nicht, oder? Ach, Mann. Ich habe keine Lust mehr. Naja, jetzt brauche ich wenigstens nicht mehr die Tür aufmachen, ne? Sehen wir es einfach mal so. Ach, Mann. Gibt's doch nicht. Naja, wie machen wir es jetzt am besten? Ne, komm, das ist mir egal, jetzt mache ich es ordentlich. Ist mir auch egal jetzt, ob da irgendwie noch mehr Creeper reinballern oder nicht. So, jetzt nehmen wir noch den restlichen Stone und machen das richtig schön dicht da unten erstmal. Da, wo Spruce Wood ist als Boden, da nehmen wir dann... Ich weiß nicht, nehmen wir Eichenholz als Decke? Würde sich auf jeden Fall anbieten, ne? Oder nehmen wir Stone Slabs als Decke? Das wird auch ganz cool aussehen. Aber dafür brauchen wir noch mehr Stone. Na toll, und ey! Doch nicht so von hinten! Also wenn, dann schauen wir auch in die Augen, Junge. Von hinten ist feige. So. Von hinten habe ich auch deine Mutter gesehen. Bam! So, jetzt habe ich ihn richtig fertig gemacht nochmal. So post-mortem. Da kommt das ja immer gut. Wenn man so über Tote lästert oder so. Müsst ihr mal auf einer Beerdigung machen, das kommt immer richtig gut. Da seid ihr direkt der Star of a Party da. Ne, also.
War natürlich ein Scherz, also ein bisschen schwarzer Humor. Aber muss ab und zu auch mal sein. Das Leben besteht nicht nur aus lustigen Sachen, sondern auch aus so Dingen wie halt dem Tod. Also da muss man sich auch mal ab und zu mal mit auseinandersetzen, finde ich zumindest. Weil man kann nicht einfach in so einer Welt leben mit rosaroter Brille und so. Weil, ja, dann verliert man einfach den Sinn für die realen Dinge, finde ich. Und naja. Also man muss ja jetzt nicht sich da täglich den Kopf drüber zerbrechen und mir fehlt genau ein Stein. Ach Mann! Eisen! So, ich stelle jetzt auch erstmal hier Fackeln auf, damit hier nicht mehr so viel spawnt. So wie er da zum Beispiel. Schaufel am Kopf! Hilfe! So. Nee, das zieht der Schaufel zu viel ab. Testen wir mal unsere Schussgenauigkeit und ich merke gerade, dass ich keine Pfeile habe. Na toll. So, geh kaputt und wir brauchen unbedingt was zu essen. Wir haben doch noch Rotten Flash. Genau, und wir wollten auch noch die Potato in den Ofen werfen. Auch wenn sich das nicht lohnt, wirklich eine Potato da, ne, mit einem Stück Kohle dann durchbrennen zu lassen. Obwohl, wir könnten doch ein Stück Holz und ein Stück Kartoffel. Also nicht nur ein Stück, sondern die ganze Kartoffel. Na, mache ich das erst von oben oder erst von hier unten? Ich glaube erst von hier unten. Ist denn schon viel Stone durch? Na gut, zumindest genug Stone, um ein paar Slabs zu machen, um die ganze Decke durchzuziehen. So, dann rennen wir mal kurz hoch, machen die paar Slabs und ich glaube, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, oder? Ah, also die zwei Folgen. Ich habe ja jetzt zwei hintereinander gemacht, dummerweise, weil ich ja nicht geachtet habe darauf, wie die Zeit gerade ist. Und ja, die Decke ziehen wir dann rein in der nächsten Folge. Ich beende diese... Ah, nein! Nee, oder? Okay, Leute. Das baue ich im Creative auf. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, das noch im Survival zu machen. Und, Leute, ich sage dann bis in der nächsten Folge, dann wird wieder alles aufgebaut sein. Das war halt einfach mal so ein Knaller zum Abschluss. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt mal eine Bewertung ab oder auch einen Kommentar. Und ja, Leute, man sieht sich dann. Bleibt geschmeidig und bis denne!